Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom LeoCast. Ich bin heute hier bei den IXS Dirtmaster Festival in Winterberg 2018. Neben mir ist der Nico, den kennt ihr schon gewiss. Und der Leo muss heute leider arbeiten, deshalb bin ich heute hier und nehme euch so ein bisschen mit. Du bist ja jetzt seit Donnerstag hier. Ja. Wie war es bisher so? Ja, war ganz gut. Ja. Tag ist super, bis jetzt ist auch alles trocken. Donnerstag hat es bei euch nicht geregnet? Nö, Donnerstag weiß ich Weil nicht. Bei uns hat es richtig geregnet gehabt und hier war eigentlich alles trocken. Ja? Hier kam bis jetzt noch nichts runter. Zum Glück. Wenn es jetzt noch mal regnet, dann das ganze Training war dann eigentlich für den Arsch. Ja. Und wie ist sonst so gewesen, so Strecken, also beziehungsweise die Abfahrten von dir? Gut. Ja? Ja, ich bin jetzt, insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, 10 Abfahrten gemacht und davon 4 durchgehend, ja. Also ohne Anhalten, und ist gut. Also wenn man da sein Mojo hat, dann klappt das schon. Ja, sehr nice. Und abends die Partys? Ja. Sind zu empfehlen oder eher nicht so? Ja, doch. Wenn man nicht so lange aufbleibt, dann geht das. Nicht so wie ich am Donnerstag, war ich glaube ich mit Jonas bis, also Jonas war glaube ich bis 3 Uhr, ich war glaube ich bis 2 Uhr noch unterwegs und ja, sollte man vielleicht nicht machen, wenn man am nächsten Tag dann Training hat. Das war ein bisschen deswegen gestern. Kommst du aus dem Bett oder bist du noch ein bisschen liegen geblieben? Ja. Nee, ich muss mich noch mal reinlegen, also es ging nicht anders. Ja, und gestern Abend haben wir einen chilligen eigentlich gemacht und dann sind wir heute Morgen, waren wir glaube ich um kurz nach 7, waren wir an der Strecke beim Training. Ja, da war noch nicht so viel los, da konnte man dann schön 4 Abfahrten am Stück machen. Ja. Das war ganz gut. Gut, alles klar. Dann Nico, wünsche ich dir noch viel Spaß heute. Ja. Und viel Spaß. Und was sagt man, viel Glück oder Ride On oder ride was on, sagt man? Schick. Gut, alles klar. Gut, ich mache mich mal auf den Weg. Vielen Dank, dass du da warst, dass du gerade Zeit hattest, dass ich nicht komplett allein auf dem Intro bin. Das erste Mal. Und alles klar. Bis gleich. Wir sind hier beim Dirtmasters wie jedes Jahr oben an der Hauptstraße, stellen unsere Produkte aus. Wir haben mittlerweile 19 Marken im Vertrieb für Deutschland und Österreich. Haben hier super viel Zuspruch, sehr viele Kunden, sind wieder super viele Leute da. Wir stellen sowohl unsere Produkte aus, als auch haben im Angebot für euch den Suspension Service vor Ort. Wir haben da extra unseren Werkstattwagen ausgestattet und ich würde euch einfach mal hier kurz zeigen, was es hier alles zu sehen gibt. Und dann könnt ihr euch mal umschauen. Wenn ihr zum Dirtmasters kommt, kommt auf jeden Fall rum, sagt mal Hallo. Hier wird der Service durchgeführt. Wir haben hier extra Entlüftungsmaschinen, haben alle möglichen Ersatzteile dabei, alle möglichen Dichtungen, können von allen Herstellern die Services durchführen. Wie gesagt, Ölsysteme werden entlüftet. Hier draußen ist super viel los. Und ja, macht richtig Spaß mit den Leuten. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Macht's gut, ciao. Ja, super, vielen Dank. Yeah.
Tag, und fällt hier unten rein. Ich bin jetzt hier bei der Highbike Enduro Crew zusammen mit Michel und mit dem Toffer. Ja, servus, wir sind hier im Rahmen der Enduro One. Wir treten hier bei der E-Bike-Klasse an. Haben jetzt die ersten drei Stages trainieren können: die Stage 1, 2 und 8. Achter richtig Platz, geile Stages. Lukas super, Kipfer. Absolut flowig gewesen. Schöner, weicher Waldboden. So wie man sich vorstellt beim Enduro-Fahren. Ja, wir haben Bock. Jetzt gleich geht so, jetzt eine spezielle E-Bike-Stage-Prüfung los. Da schauen wir, was das ist. Und ja, morgen heißt geile Trail-Fahrer. Der Leo Kast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat uns ja perfekt eingestellt. Also, wir werden hier über die Trails fliegen. Das, was ihr gelernt habt, das könnt ihr ja jetzt umsetzen. Setzen wir hier um. Ich denke, Mensch und Maschine ist bereit für die Stages. Ja. Nicht da. Wenn ihr mich sucht, Instagram, T-O-F-F-E-R, Toffer. Quatsch, toffer-v-r, ja, schaut mal rein, da gibt es immer neue News zu der Highbike Crew oder Highbike Enduro Crew auf Instagram. Genau. Dritter Platz und somit auf dem Treppchen, Joris Lepke. Large war ich ja auch mit dabei, genau. Und da könnt ihr mal in der Infobox, die ist glaube ich da oder da, ich weiß es nicht genau. Zweiter Platz, irgendwo da. Auf jeden Fall, für Timo Geis. Da hat der Leo auch ein paar Videos von euch gemacht und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier. Ja. Ihr müsst jetzt auch gleich los, glaube ich, oder? Das ist der Gesamtzeit, jetzt geht's gleich los. Ja, genau. Habt ihr noch kurz ganz schnell erwischt und ja. Und wenn ihr Bock habt, besucht uns bei den nächsten Rennern. Highbike ist immer vertreten mit dem Stand. Bikes genauskriegen wir. Ja, E-Bike-Flow ein bisschen fühlen. Mega spaßig hier. Und wir hauen jetzt mal rein drauf, oder? Abschlussapplaus hier bitte Gas. Für die U16. Ciao. 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 Danke. Mittlerweile beim Ortema-Stand angekommen, beim Nico. Und wir haben hier jetzt zwei Neck-Braces. Und ihr kennt ja aus Leos Video, der stellt die ja auch vor, beziehungsweise testet die momentan. Eins davon in weiß. Also von der Größe her sind die beide identisch. Wir haben Standardgrößen von S bis XL. Und sechs verschiedene Grundfarben, die ihr immer dazu bekommt. Beziehungsweise eine ist immer dabei. Bei der Bestellung dann auf jeden Fall mit angeben, welche Farbe ihr haben wollt. Oder ihr könnt das halt komplett individuell gestalten. Wir bieten auf einer Partnerseite Backyard diese individuellen Dekore an. Da könnt ihr dann sogar die Dekore farblich auf eure Jerseys anpassen. Dann passt das immer dazu. Ich denke mal, für Frauen ist das auch gerade cool. Genau, für Frauen. Weil wir sind ja so ein bisschen immer, wir wollen ja alles genau perfekt aufeinander abgestimmt haben. Wir haben jetzt mal bei ein paar Leuten gesehen, die haben dann hier ihre Handynummer mit drauf gemacht, gerade im Notfall, wenn irgendwas passieren wollte. Und es kann immer mal wieder passieren, wer ist nicht mehr ansprechbar, kann man da die Telefonnummer anrufen und dann Eltern benachrichtigen. Das ist cool. Oder den nächsten. Auf jeden Fall. Das Neckbrace ist auch an jeden Brustpanzer, jeden Rückenprotektor und jeden Helm anpassbar. Das machen wir heute auch vor Ort. Mit einem Wärmeföhn können wir das Ganze mal nachstellen, beziehungsweise an, den, an die Finne vom Helm anpassen. Okay. Das geht immer. Das geht auch, nachdem ihr das gekauft habt, kommt einfach zu uns. Wir sind auf vielen Events mit am Start. Ja. Könnt uns gerne ansprechen und ja, für ein Feedback sind wir auch immer offen. Ja, sehr cool. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. ein schönes Wochenende. Dankeschön. In Winterberg.
Und weiter geht es mit der 228 Christian Goldbach, die Lynx Racing. In die Jahre die Open Man gewonnen. Jetzt hier war es vor Oberhassau dabei. Dennis Wirth. Und da geht mal ein 54-Minuten-Kopf. Und da geht hoch. Und da kommt der Herr Reichmann mit viel Style. Die Graffiti Union Fahrer für Nobel und Luzana Magura unterwegs. Wie ihr gesehen habt, war ich gerade eben an der Strecke, habe mir so ein bisschen mal das Rennen angeguckt. Ich muss sagen, ganz schön schnell. Also ich bin noch lange nicht so schnell. Irgendwann kommt das wahrscheinlich auch, da werde ich auch so schnell sein. Habe ich euch ja auch versprochen in dem Community Talk. Und werde ich auch schneller sein als der Leo, hoffentlich. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, cool und ein richtig cooler Tag hier. Ich gehe jetzt nochmal rüber zum Festival. Also ich habe jetzt den Daniel getroffen von WhatsApp in Oberhausen. Hi. Und der hilft mir jetzt so ein bisschen dabei, das neue Specialized Stumpjumper vorzustellen, weil ich ja nicht so viel Ahnung davon habe, habe ich mir jetzt mal einen Fachmann geschnappt, der mir das so ein bisschen erklärt. Und ja, Daniel, leg einfach mal los. Hi zusammen, ich freue mich, dass ich heute euch das neue Specialized Stumpjumper präsentieren darf. Mein Name ist Daniel Dellen, ich bin der Inhaber von WhatsApp Oberhausen, Fahrradladen in Oberhausen, der sich nur mit dem Thema Mountainbike auseinandersetzt, und bin vom Leo gebeten worden, dass ich ihm das heute mal hier präsentiere in seiner Abwesenheit. Specialized Stumpjumper, seit 30 Jahren der Inbegriff für das wohl ausgewogenste Mountainbike am Markt. Das ist natürlich ein Titel, der verpflichtet, und die Jungs von Specialized haben sich zur Aufgabe gesetzt, das sehr, sehr tourentaugliche Stumpjumper, wo ich immer behauptet habe, die eierlegende Wollmilchsau, noch ein bisschen verspielter zu gestalten, und haben da ordentlich in die Trickkiste reingegriffen und auch lange dran getüftelt, und ich würde sagen, ist denen sehr, sehr gut gelungen. Was auf den ersten Blick auffällt, dafür muss ich das Rad mal eben kurz umdrehen, ist das asymmetrische Rahmendesign, was beim ersten Mal bei Specialized beim Demo aufgetaucht ist. Das Ganze wurde gemacht, um den optimalen Grad zwischen Steifigkeit und Elastizität herauszubekommen, um dem Rad noch mehr Pop und Verspieltheit zu verleihen. Ist denen auch schon auf den ersten Metern, wie ich gemerkt habe, sehr, sehr gut gelungen. Wo wir gerade hier in dem Bereich sind, wir können per Flip-Ship zwischen High und Low wählen. Wenn wir in die Low-Stellung reingehen, setzt sich der Tretlagerbereich, der zum alten Stumpjumper um 10 mm in die Höhe gegangen ist, um 6 mm wieder ab. Und der Lenkwinkel von 66,5 Grad verringert sich dadurch auf 66 Grad. Für mich eigentlich ein sehr cooles Feature, um das Rad an eure Fahrgewohnheiten, an eure Vorlieben und vielleicht auch mal eine neue Strecke anzupassen. Des Weiteren sind die hingegangen, die Jungs, und haben hier im vorderen Bereich die interne Zugverlegung so gewählt, dass die Züge einfach durchgefädelt werden können. Das heißt, hier verlaufen Röhrchen, Carbonröhrchen in dem Rahmen drin, und wir haben nicht mehr so eine Formelei, wenn wir mal irgendwas austauschen wollen. Kennen die Leute, die ab und zu mal an ihrem Rad rumschrauben und das auch selber machen. Dadurch ist hier das SWAT-Fach um einiges größer geworden. Ihr habt also die Möglichkeit, da Pumpe, Schlauch und ein bisschen Ersatzteile noch drin unterzubekommen. Specialized Stumpjumper wird angeboten aktuell in 4 verschiedenen Ausführungen. Aluminium Comp gibt es in 27,5 und 29 Zoll für 2.999 Euro. Alle anderen Versionen nur in 29 Zoll. Geht dann weiter übers Comp Carbon, liegt im Preisbereich von 3.999 Euro. Weiter über das Expert Carbon, 5.499 Euro. Und das S-Work Stumpjumper, wie immer, top of the top. Ich glaube 8.699 Euro, nagelt mich nachher nicht auf 100 Euro fest. Federwege hinten beim Long Travel, es gibt 2 unterschiedliche Variationen, Long Travel und Short Travel vom Stumpjumper. Das Short Travel hat einen Federweg von 120 hinten und bis zu 130 vorne, löst das alte Camber von Specialized ab. Und hier haben wir das Long Travel, hat einen Federweg von 140 hinten und 150 mm vorne an der Gabel. Was ich sehr cool finde, wir sind weggegangen
vom eingepressten Lager zum BSE-Lager. Super coole Nummer, gab es eigentlich schon vor Jahren, aber hat sich am besten bewährt, um gegen Knackgeräusche und dergleichen vorzugehen. Sattelstützendurchmesser ist auch gewachsen auf 34,9 bei Specialized, bringt halt einfach ein bisschen mehr Stabilität in die ganze Geschichte rein. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt bei dem Rad ist, wir haben endlich wieder ein Cockpit mit einem Lenker mit ein bisschen Rise, in dem Fall 28 mm und die Räder kommen in S und M mit einer Vorbaulänge von 40 und in L und XL mit einer Vorbaulänge von 50 mm. Ich finde rundum ein sehr gelungenes Rad und freue mich wirklich schon auf die ersten von euch, wenn die bei uns in Oberhausen vielleicht mal eine Testfahrt auf den Rädern machen. Wir haben alle Räder oder alle Specialized Stumpjumper Modelle aktuell im Laden und freue mich da schon auf euer Feedback und euch vielleicht da mal zu sehen. Vielen Dank, dass du mir das Specialized Stumpjumper vorgestellt hast. Nicht nur mir, sondern auch Leos Zuschauern und auch dem Leo. Und ich denke mal, der wird sich sehr darüber freuen. Ich sage auch Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen und danke, dass ich euch das super Rad präsentieren durfte. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es mir Spaß macht und ich würde mich freuen, euch mal in Oberhausen zu sehen. Ciao! Das war's schon von meinem Tag hier in Winterberg. Es war auf jeden Fall ein richtig tolles Erlebnis, hier sein zu dürfen und für euch hier die Aufnahmen zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr ein paar peinliche Bilder vom Leo sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall mal bei mir bei der Instagram-Seite vorbei. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.